ihr wieder bei mir vorbeischaut. Heute möchte ich mit euch eine Blumenkohlsuppe mit ganzen Röschen machen. Und zwar das Rezept habe ich in dem Buch Suppenvariationen vom Landhausteam entdeckt. Das Tolle an der Suppe ist, dass man alles verwenden kann, außer das Grün vom Blumenkohl. Wir legen auch gleich los. Für das Süppchen benötigen wir 40 Gramm Milchreis, also rohen Milchreis. Der wird 20 Sekunden auf Stufe 10 fein gemahlen. Der gemahlene Milchreis wird jetzt umgefüllt. Nun fügen wir eine Zwiebel in den Mixtopf. Der wird jetzt 3 Sekunden auf Stufe 6 zerkleinert. Fügen wir 10 Gramm Butter dazu. Das ist so ungefähr ein Teelöffel. Und die Zwiebel tun wir jetzt 4 Minuten auf 100 Grad, Stufe 2 andünsten. So, die Zwiebeln sind jetzt angedünstet. Nun fügen wir 750 Gramm Wasser dazu. So. Einen Teelöffel Salz und eine Prise Zucker. Einen Teelöffel Gemüsebrühe oder Gemüsepaste. Etwas Muskatnuss. Und von meinem Blumenkohl unten die weißen Stiele. Wir hängen jetzt das Garkörbchen rein und geben unseren Blumenkohl dazu. Und etwas Zitronensaft.
20 Minuten Aromastufe 4 gegart. Guckelt bloß. Okay. Quatsch, Stufe 4. Stufe 1 meinte ich. Und in 20 Minuten sehen wir uns wieder. So. Wir entfernen jetzt das Garkörbchen. Reismehl jetzt dazu, was wir vorhin gemahlen haben. Und mischen das alles 10 Sekunden auf Stufe 10 durch. Durchgemischt haben, lassen wir das Reismehl andicken und zwar 8 Minuten 100 Grad Stufe 2. So, jetzt kommt der nächste Schritt. 2 Minuten vor Ablauf der Zeit kommen die Blumenkohlröschen dazu. Sind sie jetzt abgelaufen. Bevor wir die Blumenkohlröschen aber dazu tun, tun wir die Brühe auf 1 Liter aufstocken. So. Und wir geben jetzt die Blumenkohlröschen dazu. Lassen das alles die restliche Zeit, also sprich die 2 Minuten, auf Stufe 1 fertig kochen. So, die 2 Minuten sind abgelaufen. Nun kommt der letzte Schritt, um die Suppe fertigzustellen. Wir benötigen dafür noch einen halben Becher Sahne und ein Eigelb. Das verrühre ich schnell. Und füge es zur Suppe dazu. Pfeffer nach Geschmack. Und wir lassen die Blumenkohlsuppe 3 Minuten bei 80 Grad auf Stufe 1 fertig werden. So, das Süppchen ist jetzt fertig. Schmecken mal ab, ob wir noch nachwürzen müssen. Mmh. Lecker. Kann es euch jetzt leider nicht im Topf zeigen, weil der so voll ist. Aber
bisschen geht's noch. Duftet herrlich. Sehr lecker. Also wirklich sehr, sehr lecker. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Ciao, bis zum nächsten Mal.